Ey, das ist so schön hier. Das ist das La Brisa. Liegt am Meer. Mega groß, mega schön. Richtig geiler Place. Und da treffe ich jetzt gleich mit dem Lukas. Geiler Typ. Ich mache hier einfach mal. That's the ocean. And the moon. YouTube-Vlog mit den Videos machen hier. Das ist der geile Typ, von dem ich gesprochen habe. Alter, hier. Das ist einfach hier Shisha-Bar. Auf Bali. Mit eigener DJ. So, jetzt muss ich Ihnen kurz die Geschichte erzählen. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich wollte eigentlich jetzt die nächsten Tage mit der Lisa auf die Gillies fahren. Und jetzt sagt mir die Lisa heute, ey, ich fühl's nicht, ich geh nicht. Ja? Dann chill ich hier mit Lukas und ich sag so, ey Lukas, hast du Bock auf die Gillies zu fahren? Ich muss dazu sagen, wir haben uns hier kennengelernt, wir kennen uns kaum, aber irgendwie ist voll die Connection da. Und wir haben gerade beide richtig Bock. Let's do it, Alter. Und erneut heißt es Tschüss sagen zum Rimba Bird Guesthouse, wo ich jetzt hier 3 Wochen war, ey. 3 Wochen. See you. Aber es lohnt sich natürlich, weil ich fahre auf die Gillies. So, sind wir hier am Harbor. Und jetzt geht's gleich aufs Speedboot. Das haben uns unser Fahrer irgendwie noch klar gemacht. Wir haben gerade voll Dusel, weil normalerweise legen die alle viel früher ab. Und wir hätten das gar nicht mehr bekommen können. Aber in dem Fall war das Universum mal wieder auf unserer Seite. Good luck. Good luck, ja man. Und wir haben es auch jetzt gut günstiger gekriegt, als es im Internet drin stand. Also, wow, okay. Die Business-Verhandlungsskills am Start. Ja, klar, ey. Einfach mal so ein bisschen so desinteressiert tun, so, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich doch die normale Ferry, ich weiß nicht. Auf einmal droppt der Preis halt einfach. Na, hier so im Boot, ey. Scheiße, mir ist eine Banane runtergefallen. Ich hab. You lost banana. Yeah, thank you. Und ich hab hier so Mini-Bananen. Ich hatte kein Cash mehr, aber ich hatte irgendwie 5000 Rupia, was nicht viel ist. Ganz, ganz wenig, ein paar Cent. Und habe so eine Frau gefragt, hey, kann ich Bananen haben? Und die so, ja, wie viel willst du? Und ich habe gesagt, so, ja, so viel ich für 5000 halt kriegen kann, hat sie mir einfach so eine ganze Staude hier gegeben. Jetzt fällen mir alle Bananen runter, Alter. Eieiei. Der Lukas und ich haben gerade festgestellt, es ist immer alles da. Wir können dem Universum vertrauen, fallen lassen. Und flown. Flown. Er ist alles da. Wir kommen an. Unser Fahrer sagt, hey, mein Onkel macht hier Ferry-Tickets, weil wir hatten noch keins. Okay, macht uns einen guten Preis. Dann sagt er uns, hey, normalerweise die Speedboats, die sind eigentlich schon weg um 13.30 Uhr, jetzt ist es nach 2 Uhr. Aber er meinte, heute gab es irgendwie Verzögerung. Ja, ihr habt Glück. Okay, alles klar. Ja, ich habe voll Hunger. Ich habe nur noch 5000 Rupia, paar Cent. Ich krieg die Bananen. Ja, ist alles da. Ist einfach alles da. Einfach mal hier die GoPro anmachen. Wo ist die GoPro? Wo ist die GoPro? Wo ist die GoPro? Alter, ich sehe nicht mal die GoPro. Wie lange ist dieser scheiß Stab, Mann? Das ist so eine Angel, Alter. Erzähl mir nichts, Mann. We made it! Welcome to Gilly Air. Der ist aber nice. Jetzt erstmal hier in den Pool, Alter. Ganz wichtig. So Leute, schaut euch das mal an, hey.
diese Farben. Und da hinten, dieser Berg, den man dort sieht, ist der Ganung Agung. Das ist der große Berg von Bali.